liebe Leser. Heute früh ist ein Paket hier angekommen und wir schauen einfach mal rein, was es ist. Weiß ich ja selber nicht so genau. Sind bestimmt wieder irgendwelche Wimmelbildspiele oder... Ach nee, nein, doch nicht. Es ist tatsächlich live und in Farbe schon der 3DS. Also kam heute ganz überraschend an. Von Nintendo ist persönlich. Hier vorher ist noch die Pressemitteilung, wo drin steht, was der 3DS ist. Handheld und so weiter. Und hier wieder so ein schönes Mikrofasertuch. Das war bisher auch fast jedes Mal bei den Handhelds mit dabei. Das ist die Hülle. Mal kurz im Vergleich, so ist die Hülle vom DSi XL. Also ist ein bisschen größer. Und vielleicht nochmal im Vergleich dann der ganz alte UrDS. Aber wir wollen ja eher sehen, was drin ist. Wir haben hier noch Aqua Blue, das ist die Farbe. Und hinten steht nochmal drauf, was alles drin ist. Also die AR-Karten und so weiter, zwei SD-Karten, Stylus und so. Ist eigentlich alles ganz nett gemacht. So, jetzt müssen wir gucken, was aufgeht. Achso, hier. Wie gesagt, ihr habt ja so eine Videos meistens dann inzwischen schon gesehen, aus Japan und Co. Aber wollte es euch trotzdem nochmal zeigen. Und es ist jetzt natürlich schon alles lokalisiert. Also wir haben hier wieder mal einen Berg von Spielanleitungen und irgendwelchen Hinweisen. Das ist auch eigentlich fast jedes Mal so. Also das hier ist vom Club Nintendo. Achso, das ist dann einfach nur quasi, wie wird man Club Nintendo Mitglied? Ja, extrem wichtig. Wahrscheinlich nicht. Das ist über Street Pass. Ganz viele important Hinweise. Ja, lest das. Sonst kriegt ihr Augenkrankheiten. Oder hier ein Quick Start Guide. Ich denke mal, das brauchen wir alles nicht. Achso, nochmal auf Deutsch. Ja. Alten Sprachen, Spanisch. Keine Ahnung, Isländisch. Ja, und jetzt haben wir hier die Bedienungsanleitungen. Die werden bei Nintendo auch immer umfangreicher. Und hier haben wir dann die sogenannten AR-Karten auf Deutsch oder AR-Cards für die AR-Games, also Augmented Reality oder auch erweiterte Realität, wie das Nintendo so schön übersetzt. Ich werde sie gleich mal rausholen. Das geht. Die sind hier nochmal verpackt in so einer kleinen Verpackung. So sehen die aus. Also wir haben erstmal eine mit diesem Fragezeichen-Symbol, das dann tatsächlich für die Spiele ist. Und dann diese sechs Nintendo-Charakter-Karten, ja, mit Samus und Mario und Kirby und Co. Das am Anfang. Jetzt gehen wir mal weiter. So sieht das innen drin aus. Dann haben wir das Ladekabel. Das sieht erstmal eigentlich so aus wie vom DSi XL. Und das ist der großartige Nintendo 3DS. Wollen wir mal schauen, was hier noch drin ist. Ah ja, und das müsste diese Charge Station sein, diese Ladestation oder so. So sieht die aus. Hier ist dann noch der Anschluss, wahrscheinlich für das, ja, für das Ladekabel an sich. Gut, jetzt schauen wir uns den 3DS mal wirklich an. Hat eine sehr schöne Farbe, sehr schöne Fläche. Es ist ja Aqua Blue, die Farbe. Und hier oben sieht man schon, es ist auf jeden Fall anfällig für Fingerabdrücke.
hinten. Auf der Rückseite ist es ein bisschen matter. Das kennt ihr vom Aufbau alles vom Nintendo DS. Hier kommen die Spiele rein. Anschluss fürs Stromkabel nehme ich an. Hier ist dann der Stardust drin. Müssen wir mal rausholen. Das müsste der aufklappbare sein, hoffentlich. Ja, oder der ausziehbare vielmehr. Ja, der ist durchaus, liegt gut in der Hand. Der ist kleiner, Mark. Naja. So, dann haben wir hier unten Anschluss für Kopfhörer. Stoppen wir auf. So sieht er quasi von innen aus. Also es ist wirklich auch ein edles Teil. Hier drüben auf der rechten Seite hat man die Knöpfe A, B, Y und X. Die kennen wir auch schon vom DS. Der Powerschalter hier unten. Start, Select und neu ist der Home-Button, den es auch bei der Wii gibt. Wie wisst ihr alles. Steuerkreuz ist jetzt hier unten links und neu ist dieses Slide-Pad. Oder Circle Pad inzwischen. Fühlt sich immer noch sehr, sehr schön an. Ich habe ja den 3DS schon mal im Vorfeld ausprobieren können. Hier oben seht ihr eine von den beiden 3D-Kameras. Hier waren die anderen beiden, also zwei außen, eine innen. Und hier oben habt ihr diesen 3D-Regler quasi. Das kann man dann später noch sehen oder könnt ihr dann halt auch selber ausprobieren, wirklich. Ja, so sieht er erstmal aus. Dann kommt er hier in die Ladestation dann rein. Ich habe mal zum Vergleich über den alten Nintendo DS, weil das ist ja quasi auch die erste Version jetzt quasi. Ja, sieht schon wesentlich schicker aus, aber so vom Aufbau und so und vom Gewicht her erinnert irgendwie schon an so eine erste Version, finde ich. Also ich traue Nintendo zu, dass da noch andere Versionen kommen. Das im Vergleich ist dann der DSi. Und das ist der DSi XL, das ist natürlich wesentlich größer. Auch wenn wir jetzt nochmal die Bildschirme aufklappen. Ja, ist natürlich schon ein enormer Unterschied. Also der Touchscreen vom 3DS ist auch ein bisschen kleiner. Ein alter DS hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten damit. Also mit der Größe der Bildschirme. Ja, und das ist der DSi nochmal im Vergleich. Denke mal. Gut, also wir haben noch an der Seite hier, sehr interessant, SD-Karten-Slot. Da ist auch schon eine drin, wenn ich das richtig sehe. Genau. 2 GB SD-Karte, die wird also mitgeliefert. Hier drüben ist dann Volume, klar. Und hier oben hatte ich vorhin noch vergessen, das sind natürlich die Schultertasten, L und R. Die kennt ihr auch schon alle vom Nintendo DS. So, ich denke, das müsste es gewesen sein. Das war es dann auch schon von unserem ganz kurzen Unboxing-Video zum Nintendo 3DS. Ihr werdet natürlich in den nächsten Tagen und Wochen noch wesentlich mehr Inhalte auf unseren Seiten finden über den 3DS. Wenn ihr Fragen habt, die ich im Rahmen meiner Möglichkeiten beantworten kann, jetzt wo ich den 3DS hier habe, Spiele sind übrigens noch nicht da, die kommen dann in den nächsten Tagen und Wochen von den Publishern. Schreibt es einfach in die Kommentare oder schickt eine E-Mail an redaktion@portablegaming.de und ich würde sagen, wir lesen uns dann auf der Website. Macht's gut!